Radio SAW. Angie fast allein zu Hause. Die Kanzlerin ganz privat. Joachim, Frühstück schaffe ich heute nicht mehr. Sag mal, hast du dein Horoskop für 2021 schon gelesen? Ich hab's getan. Lass es am besten. Du, da fällt mir ein, könntest du mal klären, ob dieses Covid-19-Virus ab jetzt nun Covid-20-Virus heißt? Was? Naja, schließlich hieß es im Jahr 2020 Covid-19. Und jetzt in 2021 müsste es ja logischerweise... Das hat doch mit der Jahreszahl nichts zu tun. Joachim, du solltest das mal klären und mir nicht einfach so ohne Hintergrundwissen aus einer Laune heraus antworten. Für sowas habe ich mein Kabinett. Oh. Ja, ich komme ja. Du, ich muss es ja auch nicht, mein Joachim. Und falls die Umweltbehörde zurückruft und fragt, was ich wollte, dann sag ihnen, ich wollte nur mal nachfragen, ob der Altmaier über die Feiertage eventuell geplatzt ist. Aber dann ist mir eingefallen, sowas hätten ja die Seismografen bestimmt aufgezeichnet. Moin, Pofalla. Guten Morgen, Schönste. Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. So, einen Euro bitte. Was? Wieso das denn? Naja, bei uns ist es üblich, wer dem anderen als Erster ein frohes neues Jahr wünscht, der bekommt einen Euro. Au! Und bei uns zahlt man in Ohrfeigen. So, und jetzt hopp hopp ins Kanzleramt. Sehr wohl, Gnädigste. Sagen Sie, haben Sie eigentlich noch ein letztes großes Ziel vor Augen in diesem Endjahr Ihrer Kanzlerschaft? Ja klar, Profi. Ich will unbedingt noch mein Stempelkärtchen in der Bundestagskantine vollbekommen. Ja, ja, Schönheit vergeht, aber Hunger bleibt. Au! Angie fast allein zu Hause. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.